Wir sind auf den Kohlebahnen. Wir verhindern gerade, dass die Kohle in die Kraftwerke kommt und weiter eben die dreckige Braunkohle verheizt wird und CO2 emittiert wird. Wir sind hier, um uns für einen sofortigen Kohleausstieg einzusetzen. Und das ist ein total empowernder und inspirierender Moment. Das ist eine Aktion von Ende Gelände. Gerade sind ganz, ganz viele Leute im ganzen Kohlerevier unterwegs und blockieren die Kohleinfrastruktur. Wir sind hier, um das 1,5-Grad-Ziel noch hinzukriegen. Dafür müssen wir aber sofort aus der Kohle aussteigen. Dafür brauchen wir einen tiefgehenden Systemwandel. Und dafür sind wir hier. Die Polizei beginnt jetzt mit der Maßnahme, die ich eben angekündigt habe. Bitte folgen Sie den Anweisungen der Polizeibeamten. Die sind bemüht, Sie hier unverletzt von den Gleiten zu bringen. Dort können Sie dann sicher. Wir sind friedlich, was seid ihr? Ich würde mich so bereit machen, damit Sie mich leichter tragen. Auch wenn sie friedlich hier saßen, kann natürlich leider die Polizei die Leute hier wegräumen. Und es ist nun, liegt nun auch in der Öffentlichkeit oder auch an uns oder an Ihnen, das zu beobachten, dass das einigermaßen schmerzfrei passiert. Dafür, dass die Leute hier sich friedlich hierher gesetzt haben, wird hier zu massiv und zu brutal geräumt. Also, dass die Leute am Kopf gezogen werden, wie wir es gerade sehen, und auch an den Haaren, das ist übertrieben. Man kann die Leute auch anders entschenkeln, sage ich mal so.